Shanghai hat uns schon immer mit faszinierenden Rennen und extremen Situationen überrascht. Wir denken an 2004, als der Sauber von Felipe Massa Jenson Button in der ersten Kurve beim Großen Preis überholt hat. Aber wir erinnern uns auch an die Debütsaison von Lewis Hamilton, wo er hier in China seinen ersten WM-Titel verspielt hat, und an Nico Rosbergs ersten Sieg für Mercedes in der modernen Ära im Jahr 2012. Der Shanghai International Circuit ist ein Hochgeschwindigkeitskurs mit 16 Kurven. Die langen und ab und zu auch immer enger werdenden Rechtskurven zu Beginn testen die Geduld der Fahrer, während an anderen Stellen der Seitenwind das Können der Piloten absolut an die Grenzen bringt. Es gibt zwei DRS-Zonen zur Unterstützung beim Überholen für Kurve 1 und dann nach der langen Geraden für Kurve 14. Während die Fahrer unten in der Startaufstellung noch die letzten Einstellungen vornehmen, schließt sich mir ein Mann namens Stefan Römer hier bei mir in der Kommentatorenbox an, und der weiß alles über den Druck vor dem Rennen. Stefan, schön, dass du bei uns bist. Sag uns doch bitte gleich mal, was den Fahrern jetzt gerade in diesen Momenten durch den Kopf geht. Ich denke mal, sie werden langsam das Adrenalin spüren, wenn sie an den Weg zur ersten Kurve denken. Fast so, als ob man sich auf einen Kampf vorbereiten würde. Die unbekannte Situation fordert Nerven, doch das ist gut. So konzentrieren sich alle auf den Moment und ihre Umgebung, während wir auf den Start des Grand Prix zusteuern. Okay, es geht los. Ich weiß, wozu du fähig bist. Also lass mich heute nicht hängen. Schauen wir uns die Ergebnisse des gestrigen Qualifyings und die Startaufstellung. So, die Ergebnisse von Qualifying können wir uns schenken, weil ja die falschen Namen immer angegeben werden. Und da es regnen wird, lasse ich die roten Reifen. Ich hoffe, dass es nicht so lange dauert, bis ich wechseln darf oder muss. Ist zwar wieder mal ein Pokerspiel, aber immerhin. So kann ich zumindest schneller starten. Das fällt dir aber früh auf. Ja, mit den roten Reifen hatte ich ja so meine Probleme. An diesem Wochenende bis hierhin. Mal sehen, ob mir das jetzt was bringt, aber es könnte aber beim Starten Vorteile haben. Sieht gut aus, aber wir müssen uns das Getriebe ansehen. Also schalte in jeden Gang, wenn möglich. Die Bremsen müssen etwas zu tun bekommen. Also lass sie arbeiten. Wärme bitte die Reifen auch gleich auf. Dass sie an der Stelle immer nochmal abbremsen, also das kenne ich noch vom letzten Mal. Das kostet einem gerne mal einen Flügel in der Einführungsrunde, beziehungsweise halt in der Online-Session steht man dann halt direkt wieder vorne. Kann man sich ja hier nichts, so gesehen, nichts kaputt fahren, außer die Reifen. Die kann man zumindest abnutzen. So, jetzt mal die Kurve nochmal irgendwie passieren lassen. Oh, das wäre richtig schlecht gewesen. Wahrscheinlich die Kurve, bei der ich am meisten Zeit verlieren werde. Jetzt dürfte auch der Computer übernehmen. War nicht zu übersehen. Geht es zum Start. Mal sehen, ob ich da was gut machen kann. Die fahren ja mal relativ weit außen in der ersten langen Zone rechts. Die restlichen Fahrer nehmen ihre Positionen ein. Gedulde dich und achte auf die Startampel. Ja, jetzt geht es.
Ah, okay. Dadurch, dass Gutierrez rübergezogen ist, kann ich auf jeden Fall neben Van Dorn stehen. Oh Mann, was macht ihr denn da? Die beiden. Och nö, die beiden Männer haben sich verhakt. Kann ich jetzt hier nicht mal was gegen machen. Ja, mein Flügel hat einen leichten Schaden. Ist aber nicht leichter dramatisch. Aber da konnte ich mich nicht in Luft auflösen. Jetzt habe ich ja dummerweise Plätze verloren dadurch, statt zu gewinnen. Ausgerechnet Kwiat da vorne, ja. Nee, das ist Science. Kwiat ist sogar noch weiter vorne. Ich bin gerade im rosa Sandwich. Wetterbericht. Es sollte gleich anfangen, leicht zu regnen. Force India, er kommt, aber er schafft's nicht. Da vorne gibt's schon die ersten Versuche zu überholen. Ja, es könnte positiv für mich sein, dass ich rankomme. Natürlich nicht. Natürlich werde ich mit den Termin jetzt weiterfahren. Alles nur wann. Können wir eigentlich direkt mal einstellen? Ich weiß ja nicht, wann er mir vorgibt oder die Möglichkeit gibt, umzustellen. Aber auch gerade mies. Aber immer ein komisches Gefühl mit diesen roten Reifen hier auf der Strecke. Ich weiß einfach nicht warum. Also, lala. Also, ich komme endlich mal ein bisschen an den Korn ran. Ein paar Informationen zu Vettel. Er wird langsamer. Anscheinend hat er ein Problem mit seinem Auto. Kack, dreist mal neben den gedrückt. Aber ich kann es halt nicht halten, so. Oh, toll. Aber im Gegenteil, jetzt verliere ich sogar noch. Ich frage mich gerade, ob ich überhaupt wissen will, was der neue Plan ist. Ich sollte mal weniger mit der Brechstange fahren, dann komme ich auch an denen vorbei. Änderung bestätigen. Der hat mir jetzt schon Intermediates angeboten, damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Regnet es denn jetzt schon wirklich? Ja, es regnet, aber nicht viel. Ja, hoffentlich war das kein Fehler.
Tja, auf die beiden da vorne habe ich echt viel verloren. Ich meine, stümperhaften Überholversuche. Es werden noch andere in die Box fahren, wie man sieht, und die fahren gegen den roten Reifen. Ist die Frage, was die draufziehen. Spät, oder? Ja, ich krieg zumindest Intermediate, das ist richtig. Los, 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 damit du an der Ausfahrt auf Renntempo bist. Wir machen heute noch ein Boxenstopp. Ein Boxenstopp mit unserer Strategie. Oh oh. Hab eine Verwarnung gekriegt. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. War ein bisschen zu viel Gas einfach. So, der ist es deaktiviert. Ich habe die richtigen Reifen drauf, sonst wäre es nicht deaktiviert worden. Wir haben Benzinüberschuss für etwa eine zusätzliche Runde. Damit kannst du nicht ewig mit Mischung 3 fahren, aber für kurze Zeit sollte es dir möglich sein, etwas mehr aufzudrehen. Okay, es ist im Moment noch nicht ideal für die Reifen, aber es läuft auf jeden Fall, es geht. Es ist kontrollierbar. Soll ich auch die vorderen Leute auch wirklich aufholen können? Ah, viele an der Box. Ich habe halt schon viel Abstand gehabt. Deswegen werde ich da nicht ganz so viel gewinnen wie erhofft. Dumm, dass ich vorher so Probleme hatte. Jetzt bin ich quasi wieder auf meinem Startplatz. Jetzt gilt es halt besser, Regenfahrer zu sein als Van Dorn zum Beispiel. Oh, da vorne hat einer Probleme. Der Wehrlein. Ist er noch mit Trockenreifen unterwegs? Da regnet es jetzt. Hilfe! Dann sieht man ja gar nichts mehr. Ja, er ist tatsächlich mit Trockenreifen unterwegs. Oh Mann. Ich kassiere aber auch eine Strafe nach der anderen oder eine Verwarnung. Aber da konnte man jetzt so viel gewinnen, wenn man da dran vorbeigeht. An dem Hindernis. Das konnte ich mir einfach nicht entgehen lassen, wenn die anderen hinter dem stecken bleiben. Oh. Ich werte das jetzt mal als fair ab. Fahren wir auch deswegen. Ich hatte mich schon gewundert, wie der gefahren ist. Dass ich dann noch so nah rankam. Ja, ich würde sagen, es war die richtige Entscheidung vorhin, wo ich gewechselt habe.
Immerhin bin ich jetzt auf den vierten Platz vorgespielt worden. Gucken, ob ich am Bottas tatsächlich noch ein bisschen rankomme. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Wetterbericht. Wir haben gesehen, dass der Regen in etwa 5 Minuten stärker wird. Starker Regen kommt. Das war ja auch zu sehen in der Prognose. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,3 Sekunden. Also sollte man auch den Punkt nicht verpassen, wenn Regenreifen angesagt sind, aber... Noch ist das nicht so weit. Reifen sehen okay aus. Flügel macht auch keine größeren Probleme. Okay, diesmal die Kurve vernünftig genommen mit den Intermediates. Meine Güte, aber zu viel Gas gegeben. Ja, zu ungestüm. Schade, ein bisschen übertrieben dann. Weil eigentlich bin ich ganz gut durchgekommen. Bei einem direkten Vergleich mit Bottas. Sieht ja ganz okay aus. Aber ich frage mich tatsächlich, wann darf ich die Regenreifen aufziehen? Und es wird schon wieder sehr, sehr stark. Oh. Jedes bisschen zu viel Gas geben. Dort für den Drift. Reifenstatus. Ach, ich hatte gehofft, der sagt mir da auch noch was zu dem Reifentyp. Ich benutze das ja sonst nie. Wetterbericht. In den nächsten paar Minuten wird es einen kräftigen Regenguss geben. Das war jetzt irgendwie nicht ganz das, was ich hören wollte. Das ist ja gar nicht so weit weg. So, das war auf jeden Fall ganz vernünftig genommen. Ich würde gerne wieder auf Bottas aufholen, weil ich glaube, vom Tempo ist das auf jeden Fall drin. Okay. War zwar nicht gut, aber in Ordnung. Ich warte immer noch auf neue Reifenanweisungen. Weil ich halt so drifte die ganze Zeit.
brauche ich ja gerade einen Frame-Rateneinbruch. Also wenn es jetzt ruckelt, tut mir leid. Bei mir ruckelt es nämlich zumindest. Und ich weiß gar nicht warum plötzlich. Jetzt dürfte es wieder flüssig laufen. Irgendjemand ist in die Box gefahren, habe ich gesehen, meine ich. Nee, doch nicht. War ein bisschen abgelenkt. Okay, aber jetzt läuft es wieder flüssig. Ich hoffe, das bleibt jetzt auch so. Keine Ahnung, woher der Einbruch plötzlich kam. Aber ich sollte mir so langsam übernehmen, andere Reifen aufzuziehen, oder? Wetterbericht. Den Radardaten nach wird der starke Regen eine Weile anhalten. Also haben wir den starken Regen. Der Abstand zum Vordermann beträgt 6,1 Sekunden. Was nämlich auch das Gefühl mit den Reifen erklären würde. Dann auf der Geraden ändere ich das gleich. Nächster Reifenwechsel steht also bevor. Status Report. P4, du bist auf Position 4. Rosberg vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 6,8 Sekunden. Sie fahren mit 9 Intermediates. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 1,1 Sekunden. Sie fahren mit 9 Intermediates. 6 Runden, bis sich dein Boxenstoppfenster öffnet. Noch 20 Runden bis zum Ende des Rennens. Ich überlege gerade, soll ich noch eine Runde fahren oder soll ich nicht? Ja, eine fahre ich noch. Reifen sind noch nicht so abgenutzt und es geht auch noch. Ich muss wieder ein bisschen besser anpassen. Es ist auch sonst keiner in die Box gefahren. Sieht nicht so aus, als ob sich das Wetter bald ändert. Wir rechnen mit mindestens 20 Minuten starkem Regen. Okay, dann das ist für mich quasi die Ansage, jetzt mit Regenreifen weiterzufahren. Stärker Regen. Dann sollte es auch besser gehen mit den Kurven. Nein, ich kann mich also halbwegs vor meinen Hinterleuten halten. Auch wenn ich den. Okay, wenn du so weiterfährst, werden wir eine Benzinreserve übrig haben. Du kannst den Motor etwas aufdrehen, wenn du willst. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 1,6 Sekunden. Aber ich habe insgesamt den Anschluss zu Bottas verloren vorne. Gut, das ist normalerweise nicht verwunderlich, aber halt jetzt bei den Regenbedingungen schon ein bisschen anders. Insofern könnte mir das jetzt wirklich Vorteile bringen mit dem Regenreifen. Deswegen werden wir es jetzt auch versuchen. Du meinst das nicht zu glauben, aber hier sieht man, hier sind auf jeden Fall Pfützen, aber es wird schon passen. Es dürfte kein Fehler sein. Fertig, los jetzt! Sehe ich zwar.
das glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt. Werden wir dann sehen. Ah, es fühlt sich aber schon direkt anders an. Ich halt die Leute vor mir überholen. Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Jetzt will er mir mit Sicherheit nochmal Intermediates verpassen. Aktuellen beibehalten. Ich habe ja schließlich den Wetterbericht gesehen. Und das. Er hat ein paar Probleme mit seinem Auto und wird deshalb langsamer. Es wird nicht nur weniger werden, sondern noch mal stärker. Und dann gehe ich davon aus, dass das jetzt auf jeden Fall Sinn macht, ja. Dann habe ich die Regenreifen nämlich schon drauf, wenn die anderen wechseln müssen. Das dürfte jetzt jederzeit soweit sein. Da ist schon sehr viel Regen auf meinem Visier, auf meiner Kamera. Ein paar Informationen zu Vettel. Anscheinend konnten sie das Problem lösen. Sein Auto wird schneller. Zwei mehrere schon mal rein. Wenn wir das Kurve. Gerade gute Rundenzeiten auf Intermediates hin. Wir sollten vielleicht auch wechseln. Nein. Da bin ich zu dickköpfig, als dass ich jetzt nochmal wechseln würde. Wäre ja Quatsch. Die Reifen leiden auch nicht übermäßig, also ist schon okay. Also mit der Kurve habe ich es nach wie vor nicht. Ist egal, ob Regen oder trocken. Da fahren die nächsten an die Box. Ich hatte schon befürchtet, dass er durchfährt. Deswegen habe ich dann nochmal zurückgezogen. Boah, da kann ich viele Leute überholen. Und sie holen sich alle. Na, was holen sie sich? Natürlich holen sie sich Regenreifen. Das ist Roll wieder. Rankommen. Und davor ist dann eine Riesenlücke. Es wäre vielleicht besser gewesen, damit jetzt weiterzufahren, aber man hat es ja gesehen. Ich bin sehr, sehr stark schon
weggerutscht und hatte echte Probleme, das zu kontrollieren. Und ich finde, mit dem Regenreifen komme ich echt ein bisschen besser klar. Das ist ja noch ein bisschen. Ja, war nicht ganz so gut. Wir sehen, ob da noch jemand an die Box muss. Von den Vorderleuten. Ja. Dann habe ich ja im Prinzip meine Position wieder, die ich hatte, als ich mit Intermediates unterwegs war. Ja, fast zumindest. Ja, den Stroll habe ich ja vor mir. Das kann man ja nochmal korrigieren. Wenn ich jetzt ein bisschen geduldig bin. Sehen, auf der langen Gerade wird es schwierig, weil ich die Kurve davor nicht so gut nehme. Aber vielleicht jetzt gleich auf einen kurzen Zwischenstück. Weil er hier noch sehr viel vorher brennen muss. Aha, an ihm vorbeigefahren. Das meinte ich mit die Kurve nämlich schlecht. Ach Mann. Gleich am Ende dieser Geraden. Da sieht mein Reifen aus. Ja, kein Problem. Aber auch das wird nichts. Das ist ein harter Kampf mit dem Stroll. Aber der kann definitiv besser Gas geben als ich.